Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem wundervollen Ausblick. Irgendwie werde ich immer in dieses Spiel starten und rausgehen, wenn wir Sonnenauf- oder Untergang haben. Ich weiß nicht, wir haben immer das Glück. Aber ja, in der letzten Folge haben wir ja schon festgestellt, dass wir gar nicht mehr so viel hier zu tun haben, so wie es aussieht. Dass wir uns natürlich auch täuschen können. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Also wir gehen jetzt erstmal auf die Rückseite von dem, wo wir hingucken. Also, das wäre dann in die Richtung. Ist das richtig? Genau, da gehen wir über einen Fluss drüber und halten uns dann nach rechts. Um da mal ein bisschen zu schauen, ob wir da noch irgendetwas finden. Weil das Problem ist halt, wir haben meines Wissens nach im Dorf auch schon jeden angesprochen. Eventuell auch nicht, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oh, was ist das? Da hängt doch noch was. Ist mal wieder zu weit weg. Boah, das ist nie euer Ernst, oder? Dass das hier mitten im Nebel hängt. Und ich das da nicht kriege... Boah, ihr Schweine. Boah. Ich bekomme das nicht, weil das im Nebel hängt. Aber es ist so schön da, dass man es bekommen kann. Das ist ja eine Sauerei. Also das ist wirklich eine Sauerei. Das finde ich nicht nett. Oh, was haben wir denn hier? Das ist auf jeden Fall neu. Das hatte ich noch nicht. Interagieren? Da ist eine Truhe drin. Ein Buch mit Schlange auf dem Umschlag. Okay. Ah. Gut. Das war jetzt genau hier unten. Ja, und da hinten haben wir jetzt noch die kleinen... Ich habe den Namen wieder vergessen. Ich vergesse den Namen immer wieder. Ich weiß nicht. Tiki, Taka, Tuka, keine Ahnung. Was bist du denn hier? Nichts zum kaputt machen. Ist der schon kaputt? Tja, die wollen auf jeden Fall nicht dahin, keine Ahnung. Hängende Kräuter, alte Bretter. Ach so, optisch dann quasi zum Hinstellen, okay. Das wäre jetzt direkt hier, da wo das was ist. Und ich nehme natürlich auch noch mit. So, dann kommen wir jetzt hier gleich bei den Tikatakatukas da an. Moment, da steht noch einer, ne? Warum steht der hier noch? Und warum habe ich den vorher nicht gesehen? So, sehr schön. Oh, da ist noch eine Truhe. Ah, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnte sogar noch besser aussehen als das hier. Jetzt hat er die Bären genommen. Ich dachte, der nimmt jetzt das Holz. Naja, gut, okay. Ich hatte doch gerade irgendwo... Ach, da. Da wollte ich nämlich mal eben gucken, ob wir hier schon gewesen... Doch, das ist aber schon runter. Ja, ja, und das ist offen. Da waren wir auf jeden Fall schon. So, das heißt, die sind links von uns. Ich will jetzt hier mal so ein bisschen taktisch durchgehen, ne? Das heißt, wir gehen jetzt hier noch ein Stückchen geradeaus. Da sind die Tiki-Takatukas. Das ist aber auch nichts Neues, ne? Kann ich auch nicht neu füttern. Schade. Okay. Ach stimmt, bei denen war in der Nähe dieses Schiff. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Oh, ist das euer Ernst? Ich wollte eben gerade nicht hier rum. So.
So, das ist da hinten. Das heißt, dass wir das dann aber auch schon. Na, so geht das nicht hier. Ey, Häschen, wo bist du hin? Hallo? Häschen? Häschen ist weg. Aber diesmal ist es, glaube ich, nicht direkt ins Wasser gesprungen, um sich vor Kummer zu ersäufen. Ich glaube, diesmal ist es wirklich weg. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Habe ich gar nicht gesehen. Hätte mir vorher wahrscheinlich auch schon auffallen können. Da hinten ist noch. Ah, waren wir da schon mal? Es sieht mir so aus, als ob das geöffnet ist von der Truhe her. Aber ich gucke trotzdem noch mal eben. Naja, doch. Doch, doch. Das ist geöffnet. Schade. Ah, nee, das war ein Pilz. Ja, wenn alle Stricke reißen, werde ich nochmal ins Dorf gehen und werde nochmal mit den Leuten sprechen. Da geht der Fluss runter. Achso, das ist dann der Teil. Okay. Aber hier war ich definitiv schon mal drin, ne? Das ist dieses eine Haus hier. Ja, oder? Ja, doch, der liegt schon da oben, genau. Okay. Gut. Ja. Da ist wieder einer verbuggt, der am Schweben ist. Ich sage ja, irgendwie sind die Welten hier so ein bisschen Copy and Paste, habe ich so das Gefühl. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen schade. Macht es jetzt nicht irgendwie schlechter oder so, finde ich persönlich, aber es ist ein bisschen schade, dass man halt nichts Neues so in dem Sinn entdeckt, ne? Da ist noch was. Da ist schon wieder so dieses. Ah, in der Kiste. Ha! Große Bank. Oh, Hühnertrog. Das ist auch gut. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Da ist das Dorf. Hier ist eine Straße. Vielleicht, wenn wir der Straße was folgen. Was ist denn mit dir hier? Schaffellkissen, hängende Fischreuse. Jo. Nun gut. Aber wir haben schon wieder was Neues gefunden. Also das ist, auch wenn man jetzt hier gerade nichts macht, außer in der Gegend herumlaufen, sage ich mal, ist es für mich trotzdem dann irgendwo auch ein Erfolg in dem Moment, weil, wie gesagt, wir finden ja auch noch was, was wir dann benutzen können und aufstellen können. Vielleicht werde ich noch mal eine ganze Folge machen mit dem Haus, dass ich da mal was einrichte. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin bei diesem Spiel hier ein bisschen ratlos, wie ich mein Haus einrichten soll. Also normalerweise, ich habe so viele Ideen, gerade bei Teso und so. Aber ich muss auch dazu sagen, Teso spiele ich halt eben auch täglich, ne? Und ja. Da ist es dann irgendwie was ganz anderes, weil man kennt dann auch die Sachen, die man benutzen kann. Man holt sich dann auch speziell das, was man haben möchte oder findet vielleicht auch mal was Neues und so. Das ist das. Nee, das ist kein Weizen, oder? Anscheinend nicht. Ich werde da immer wieder drauf reinfallen. Warte mal, das ist so am Glitzern. Aber das sind nicht wieder so. Nee, das sind einfach nur Glühwürmchen. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre jetzt vielleicht irgendein Schrein oder sowas, ne? Aber leider nicht, leider nicht. Okay. Du bist die mit den Hühnern. Können wir mit dir vielleicht noch irgendwie reden? Nee, du sagst mir auch nichts Neues mehr. Gucken wir mal, dass wir hier mal wieder so Schritt für Schritt alle Häuser abgehen. Hier ist keiner drin. Mit euch hatte ich, glaube ich, beide schon gesprochen, aber. Doch, mit der hatten wir schon mal gesprochen. Aber jetzt sagt sie, hoffentlich gehörst du zu jenen, die eine helfende Hand reichen und keine diebische. Wenn du etwas brauchst, frag den Händler. Er bringt immer neue Waren in unser Dorf. Ich brauche nichts außer eine neue Aufgabe. Also, das wäre mal ganz gut. Ja. Ich würde ja sonst sagen, wir verlassen den Bereich. Das Problem ist halt,
Ich glaube nicht, dass man hier noch irgendwas. Ach, was ist mit dir? Brauchst du wieder ein neues Mal? Ja, du sagst immer das Gleiche. Ich weiß, ich weiß. Ich hätte gerne ein he kleines herzhaftes Mal. Meinten die mir jetzt mit herzhaft Haferbrei? Weil sie hätte doch gesagt, das ist ihr zu. Das findet sie nicht so gut oder so, ne? Wir setzen das einfach mal rein hier. Das war gut, aber ein klein wenig zu süß. Daran war gar nichts herzhaft. Okay. Aber trotzdem noch 30 Gold, das ist schon mal sehr gut. Ach, vielleicht können wir. Also wir können schon, aber vielleicht sollten wir auch deswegen noch nicht weiter, weil wir die noch nicht alle haben. Mit dem Essen. Weil ich habe ja schon festgestellt, dass wir die immer mal wieder neu machen können. Okay, ich versuche jetzt hier mal von einem Haus zum anderen zu gehen. Ach, oder waren wir bei der hier drin? Was riecht denn da so in deinen Rucksack? Magst du teilen? Ja, weiß ich nicht. Sie hätte gerne ein süßes Mal. Das ist süß. So. Ich wollte wirklich mehr als das. Willst du mich verarschen? Das ist komplett süß. 30 Gold, Glashaube mit Pflanze. Braune Tonvase. Okay. Da ist keiner. Und hier ist auch keiner. Okay. Halt, stopp. Lauf nicht weg von mir. Ich glaube, mit Männern habe ich so gar nicht groß geredet, ne? Der Händler ist ein bisschen seltsam, findest du nicht? Ich habe gesehen, wie er mit einer Flasche gesprochen hat. Ja, hast du denn auch denjenigen in der Flasche gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doofkopf. Von nichts eine Ahnung, aber direkt mal über andere Leute lästern hier. Ha! Ich mag Ziegen. Ach so, ja, die hatten wir schon mal. Das heißt, hier sind wir auch durch. Du bist nicht der Händler. Moment. Warte mal, da hinten läuft schon wieder einer hin und her. Ach, das sind die Holzfäller. Nee, warte mal. Das war, glaube ich, eine andere Karte, oder? Du siehst aus, als hättest du einiges durchgemacht. Ja. Und ich mache gerade noch mehr durch, indem ich hier niemanden finde, der eine Quest hat. Fremde führen normalerweise nichts Gutes im Schilde. Ich werde dich im Auge behalten. Ja, du mich auch. Wie geht es dir? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ja, stimmt nicht. Wir haben schon mehrfach mit dir gesprochen. Der Winter steht vor der Tür. Möge der höchste Herr uns alle beschützen. Warum ist der Typ so riesig? Alter. Jetzt kommt die mit ihren Ziegen schon wieder an. Jetzt laufen die alle im Kreis, oder was? So, mit dir kann ich so nochmal mit dir sprechen? Junge Hexe, hallo. Nee, das hatten wir alles schon. Tja. Ich sollte mir in der Zwischenzeit das Haus weiter ausbauen und die Natur erforschen. Ja, das hat sie ja schon öfter mal gesagt, ne? Nebenaufgaben sind alle gelöst. Ja, mich wundert, dass das hier so wenig los sein soll. Ich schätze, wir sollten tatsächlich das Haus auf. Also, mittlerweile wüsste ich jetzt nicht mehr, mit wem ich hier noch reden könnte überhaupt. Mit dir haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Die sagt nur Hallo. Ach so, das war hier dieses. Ja, daran erinnere ich mich auch. Gehe ich noch einmal in ihr Haus rein, aber. Ich wollte gerade sagen, interagieren ist doch wieder noch was anderes. Ja, keine Ahnung. Dann gehen wir nochmal zurück. Und schauen mal ein wenig wegen den Bäumen. Also sprich wegen Holz. Jetzt hier erstmal alles ein bisschen kahl machen. Ich habe nur noch zwei von den Dingern. So.
Warum sieht... Ah, nee, das ist doch zu. Ich wollte gerade sagen, warum sieht das hier so aus, als ob das leer ist? Oh, habe ich nicht mehr? Hä? Doch, einen habe ich noch. Kann ich das nicht so nah hier dran machen? Oder wieso... Hä? Wieso kann ich ihn nicht werfen? Hallo? Ja, keine Ahnung. Dann kann ich halt jetzt nur ein kleines Wäldchen dahin machen. Ich weiß es nicht. Warum? Das bleibt mir verschlossen. So, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir hier jetzt noch machen sollten oder nicht sollten mit dem Häuschen. Weil das Problem ist, wir haben zwar die künstlerische Freiheit, theoretisch alles zu bauen, was wir wollen. Allerdings auch nur begrenzt, weil das ja nur bis zu einer gewissen Breite halt eben baubar ist. Ich weiß so gar nicht, was jetzt hier drin überhaupt reinkommen soll. Dann kommt als nächstes auch noch... Also hier, das finde ich auch so doof. Warum muss man das so machen? Warum kann man das dann nicht... Also wäre schöner, wenn das so programmiert wäre, dass dann nur das untere gemacht wird und nicht das. Das sieht so doof aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Dach schräg noch reinziehen soll. Dann würde das vielleicht gleichmäßiger aussehen. Keine Ahnung. Aber wir könnten das natürlich auch versuchen. Ich weiß nicht, ob man das kann. Haben wir das denn? Ach ja, das Huhn. Ich wollte ihr ja noch das Huhn unten hinstellen. Das ist zwar nicht dein Huhn gewesen, aber ich werde es dir trotzdem zu Füßen liegen. Baba Yaga, wie ging das so, ne? So. So, bitteschön, Baba Yaga. Ein wundervolles Huhn für dich. Ist das nicht schön? Aber sie sagt nicht mehr, oder? Können wir mit dir reden? Ich hörte von einer Hexe, die in einem Lebkuchenhaus lebte. Unpraktisch, aber lecker. Na gut, mehr sagt sie nicht, okay. Na gut, aber ich sehe gerade hier hinten, wir haben nämlich hier schon das Ding, was ich eigentlich da reinmachen wollte, zum Füttern von den Hühnern. Wie machen wir das jetzt am besten? Also hier unten könnten wir theoretisch auch noch was machen, möchte ich aber nicht. Die Frage ist jetzt, kann ich das hier oben dran bauen? Achso, ich muss das hier wieder mit E machen. Ha, ich habe immer noch die Steuerung von dem anderen im Kopf. Aber ja, das geht. Das sieht dann vielleicht von außen ein bisschen doof aus, keine Ahnung. Aber das geht. Und von innen sieht es jetzt gar nicht so doof aus. Beziehungsweise, ich könnte es natürlich auch ganz einfach so machen, dass ich das unten auch zumache. Clever, ne? Dass ich das unten auch zumache, weil dann sieht das gar nicht mehr so schlecht aus. Ich weiß halt nicht, worauf die jetzt aus ist. Die sagt, ich soll mich mehr um den Hausbau jetzt kümmern. Das ist ja soweit auch okay. Gut, jetzt haben wir hier den Streifen dadurch. Aber das sieht, finde ich, so besser aus, als wenn das unten offen ist. Das Problem ist nur, was meint die jetzt? Ne? Muss ich jetzt noch eine Etage drüber bauen? Oder was erwartet die jetzt eigentlich von mir? So, lass mich erstmal das machen und das. Dann können wir das hier umdrehen. Wir müssen auch irgendwo noch Fenster reinbauen. Weil sonst sieht das wirklich doof aus, finde ich. So, ich hatte auch schon überlegt, ob ich den Spiegel vielleicht nach hier oben mache. Es ist auch ein bisschen doof mit unten. So. Drehen wir das hier noch. Und dahin. Dann haben wir jetzt den Sonnenuntergang ausgeschlossen. Sozusagen. Moment, machen wir das noch eben hin. Zack, zack. Ich bin so ein Faultier, was das betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme dann lieber alles in einer Richtung zuerst.
Da muss ich das nicht ständig umdrehen. Hier könnte man noch gut ein Fenster hinmachen. Das müssen wir gleich mal machen. Das ist ja so schön vorne. So. Waren die Fenster hier drin? Ja. Das habe ich nur einmal. Und die anderen, die sind... Nee, ist das überhaupt ein Fenster? Fenster 2. Machen wir das hier hin. So. Cool. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Die Frage ist jetzt nur, bauen wir das jetzt so und bauen das dann noch ein bisschen schräger zusammen und machen dann quasi noch eine dritte Etage? Ich denke, das würde wahrscheinlich am besten aussehen. Moment, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt am Fenster. So. Einmal drehen. Jetzt haben wir hier natürlich wesentlich weniger Platz. Ne? Das ist ein bisschen doof, finde ich. Aber ich finde, es sieht trotzdem besser aus, wenn das halt ja wie so eine Wand hier oben ist. Ich hätte jetzt auch... Oh nee, das würde aber dann wieder mit dem hinteren nicht passen. Nee, das ist schon okay so. Also wie gesagt, dadurch wird es halt ein bisschen enger. Oh, Moment, ich habe aber kein Holz mehr. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, würde ich jetzt erstmal das Holz von draußen nehmen. Aber irgendwie haben wir hier nicht allzu viel. So, abgestorbene Bäume darf ich ja nicht nehmen, ne? Das ist das, was ich nicht verstehe. Wieso darf ich keine abgestorbenen Bäume nehmen, ne? Normalerweise ist das ja... Ja... Bei den Firmen, die natürlich dafür sorgen, dass... Wald abgeholzt wird, die nehmen natürlich alles, das ist klar. Aber die, die, ja, so ein Forst, nicht Forsthaus, so ein Förster oder sowas zum Beispiel, die achten ja eher darauf, welche Bäume halt eben kränklich sind und so. Das Holz kann man ja super nehmen. Da hinten war ich schon, das habe ich schon aufgemacht, ne, so wie das aussieht. Es ist jetzt nur sehr, sehr schade, ehrlich gesagt, fürs Let's Play, weil ich nicht wüsste, wo ich jetzt noch hingehen soll. Ich habe jetzt soweit eigentlich alles gemacht, aber die Story kann ja noch nicht zu Ende sein. Da müsste dann noch irgendwas kommen, von wegen vielen Dank, dass du das Spiel gespielt hast oder die Story ist erstmal beendet. Du befindest dich jetzt im Sandkastenmodus oder so. Das Problem ist halt, ich weiß nicht... Wo kann ich noch hin? Das ist jetzt, ja, fürs Let's Play etwas blöd. Das Moment. Oh Moment, da hinten habe ich jetzt gerade auch noch was gesehen. Da war auch noch so ein Hochstand. Na komm. Hallo. Gehen wir auch direkt nochmal hin. Achso, ich dachte gerade, da sitzt einer. Oh, ich guck wieder scheel heute. Es sah für mich so ein bisschen aus, dass da einer sitzt mit so einem chinesischen Hut, diese großen runden Hüte. Es war aber nur der Baumstamm, den ich da kaputt gemacht hatte. So, können wir irgendwas einsammeln? Ah, die Sachen können wir aber einsammeln, okay. Gut. Achso, ich wollte gerade sagen, was sind das für ein großes für ein großer Baum? Gut, gut. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Ich weiß nicht, warum man am Haus nicht laufen darf. So.
Dann haben wir nämlich genug, hoffentlich, um den Rest dann hier noch fertig zu machen. So, ich weiß auch nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr überhaupt sowas sehen wollt. Also quasi, ja, so eine halbe Housing-Folge, wie es jetzt... Nein, nein, da sollst du auch nicht platzieren. Wie es jetzt gerade heute geworden ist. Oder ob ihr eigentlich gar nicht so vom Hausbau sehen wollt und einfach nur die Story genießen wollt. Was ich auch absolut verstehen kann, bin ich ja ganz ehrlich. Nur, ja, Baba Yaga hat gesagt, ich soll mehr machen, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt am besten noch eine dritte mache. Ich glaube, Baba Yaga ist ziemlich groß. Aber wie habe ich das unten gemacht? Habe ich da zwei oder drei gemacht? Ich meine, ich hätte zwei gemacht und habe dann die schräge. Ja, genau. Ich habe zwei. Und habe dann quasi die schräge. Ach, das kann man auch steiler nach oben machen. Steiles Dach. Ach, schau mal einer. Ja, cool. Dann wird das ja noch höher. Machen wir das doch. Vor allen Dingen wird das dadurch steiler. Das ist nämlich auch gut. So. Okay, das gleiche in Grün dann von der anderen Seite. Ich habe jetzt hier alles wild durcheinander gewürfelt, ne? Muss man jetzt mal auch ganz ehrlich sagen, so optisch. Ich habe jetzt unten das normale Dach, ich habe jetzt hier oben dieses Steildach. Eigentlich müsste man das Spiel nochmal neu starten und dann das Haus richtig bauen. Aber ich sag mal, für mich ist es jetzt gerade aktuell, ehrlich gesagt, auch nur wegen dem Let's Play, dass ich das jetzt noch zu Ende baue. Ja, das geht noch, okay. Und ich bin mir nicht sicher, da müsste ich, glaube ich, noch eins dran setzen. Mal umdrehen. Nee, umdrehen. Ja. Halt. So. So. Dann müssen wir das wieder machen. Eigentlich müsste ich ja erstmal den Boden machen, ne? Weil sonst kann ich da oben nicht so richtig... Da brauchen wir dann eine steile Treppe nach oben. Die Frage wäre dann, wir könnten jetzt rein theoretisch... Obwohl, ich wollte das in der Mitte eigentlich schon gerne frei halten. Es ist halt so blöd, wenn das so mitten im Raum ist, finde ich. Wenn wir jetzt hier eine machen und dann ist direkt da rechts ist dann wieder das zu. Was wir machen könnten, ist, wenn man dann hier halt hochkommt... Hat man da, also nicht direkt dahinter, aber da die nächste Treppe. Das könnten wir, denke ich, mal machen. Das würde ich mal ausprobieren. Wenn man dann hier so, also eigentlich sollte das ein Stück weiter zur anderen Seite gehen. Dass das nicht so ganz am Ende ist. Aber gut, hier können wir das theoretisch auch hinmachen. So. Problematisch wird es, dass ich jetzt wieder bald kein Holz mehr habe. Ich meine, klar, ich kann mir natürlich neues Holz holen. Ich möchte aber die Folge jetzt auch nicht so wahnsinnig lange überziehen. Ich werde jetzt mit euch noch ein bisschen was hier an den Kanten quasi machen. Und das Restliche, also hier so dieses Ausfüllen hier in der Mitte beispielsweise, das werde ich dann, glaube ich, offline machen. Das ist aber jetzt direkt hier mit der Kante, ne? Ja, weil hier diesen Strom nach oben, den würde ich gerne frei halten. Nachher brennt uns die ganze Hütte ab oder so. Das muss ja auch alles ergonomisch vernünftig sein, ne? Sollte da nichts kaputt gehen oder so. Oder gar Feuer fangen. Das ist nicht so schön. Na? Er ist ein bisschen frickelig. Da muss ich sagen, da lobe ich mir doch eigentlich dieses Bausystem von Minecraft. Das ist... Bis auf kleine Ausnahmen, wenn man zu schnell gedrückt hat oder so, dann kann man da relativ schnell hintereinander immer solche Linien legen. Und auch wenn das Spiel natürlich optisch überhaupt nichts hergibt, weil es halt alles eckig ist und so weiter. Aber bausystemtechnisch haben sie das schon gut gemacht, finde ich. Gut, sie müssen natürlich auch nicht viel machen. Das sind ja einfach nur Bauklötze sozusagen. So, jetzt ist die Frage, können wir von oben... Doch, das können wir aber abschließen. Ja, das ist doch cool.
Das ist doch cool. Können wir das denn auch machen? Anscheinend ja. Wobei das natürlich doof wäre. Obwohl, ja gut, wir könnten da natürlich noch eins drüber machen. Ich dachte jetzt nur, weil das jetzt von da hinten dann besser aussehe, wenn das da in einem ist. Ich glaube, das hatte ich schon mal gedacht, ne? Und habe dann den Gedanken wieder verworfen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Wir machen hier am besten erstmal die Ecke rein. Man konnte das doch irgendwie. War das so? Konnte das doch irgendwie beeinflussen, meine ich. Es hat nur nicht immer geklappt. Das war das Problem. So. Kann natürlich jetzt auch sein, dass das einfach nur ein Trugschluss ist, dass ihr jetzt gesagt habt, bau weiter im Haus, damit man halt eben beschäftigt ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber wir versuchen es trotzdem. Ich meine, wenn wir jetzt einmal hier oben das komplett durch haben, was wir jetzt natürlich nicht schaffen werden mit dem bisschen Holz, was wir jetzt noch hier haben. Ah, okay. Moment, ich hätte nur schon gerne. Zumindest das Dach so weit noch fertig. Hier, das finde ich doof. Ich habe ja jetzt extra die Dinger da dran. Ja, das meine ich nämlich. Je mehr ich gebaut habe, umso öfter konnte ich dann hier was rausholen. Aber ich darf die nicht benutzen. Wieso darf ich die nicht benutzen? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Dunkle Garderobe mit Regal. Die Frage ist, sagt sie uns jetzt etwas anderes? Vermutlich nicht, oder? Nee, da sagt sie auch nichts anderes. Aber cool. Cool. Sah das nicht anders aus vorhin hier mit der Decke? Ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich ist es wirklich ziemlich niedrig gebaut, ne? So mit zwei. Finde ich. Wie viel Holz habe ich hier noch drin? Zweimal. Ja, ich nehme das jetzt mal raus. Allerdings nur aufgrund dessen, weil ich jetzt, wie gesagt, die Folge nicht zu lang machen möchte. Hey, sieht das hier auch so aus? Stimmt. Hätte ich vielleicht doch generell mal eins höher machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war natürlich jetzt sehr clever von mir. Ich glaube, dass wir zumindest eins davon zumachen müssen. Ich denke, na. Ich werde aber trotzdem zwei davon einlagern. Weil ich finde das optisch irgendwie ein bisschen besser. Wenn man da nicht so Panik hat, dass man gleich hier runterfällt, also hier nicht durchkommt oder so. So, dann ist das der Teil, der nach oben geht. Und hier waren wir. Dann können wir das aber theoretisch zumachen. Dann machen wir das hoch. Mit E drücken. Ja, ich vergesse es immer wieder. So wie jetzt auch schon wieder. Sache. Das ist irgendwie doof. Ich möchte das einfach mit der linken Maustaste drücken können. Das wäre viel einfacher. Viel praktischer. So. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir das hier zukriegen, ob wir dann eventuell noch was Neues bekommen. Ich würde sagen, ich arbeite jetzt hier einfach mal weiter und schneide das dann am Ende raus. Dass, also wie der Boden funktioniert, das wisst ihr ja. Deswegen, ups, ich hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich den ganzen Boden hier soweit fertig habe. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier oben zumindest schon mal alles so weit zugemacht. Also bis auf das Dach natürlich. Man merkt aber schon, hier oben wird es mittlerweile auch ziemlich eng. Oh. Ja, genau. Und ich bin jetzt hier falsch rum runtergegangen. Ich würde sagen, das mache ich dann auch nochmal eben schnell. Also das habe ich nämlich extra unten auch gemacht, damit mir sowas genau nicht passiert. Dass ich da von der anderen Seite plötzlich am Runterhopsen bin oder so. So. Ja, die Frage ist jetzt nur, kriegen wir da noch irgendwas Neues? Wir kriegen dann erstmal nichts Neues. Es sei denn vielleicht, dass wir nochmal oben ein bisschen Dach drauf machen können. Da bin ich mir jetzt natürlich nicht sicher. Ja,
Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt natürlich, dass wir hier nichts mehr haben. Wir haben jetzt drei Nebenaufgaben, was mir wahnsinnig wenig vorkommt. Quatsch, hier. Und in der Hauptaufgabe, ja, steht halt auch nur, dass fürs Erste erstmal alles abgeschlossen ist, ich die Natur weiterkunden soll, was ich ja schon gemacht habe. Also ich finde jetzt so draußen nichts mehr, würde ich sagen. Es ist halt doof, ne? Bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mich jetzt aufmache und irgendwo anders hingehe, wir können ja mal eben ganz kurz gucken, was die... Obwohl, sie sagt ja gar nichts. Ich kann ja nur das Haus bewegen, ne? Das ist ja eigentlich nur, dass dann damit gesprochen wird, nicht mehr mit ihr. Hm. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was jetzt das Beste ist. Also es kann sein, dass ich dann hier erstmal eine kleine Pause machen werde mit diesem Let's Play. Weil tatsächlich erstmal nicht mehr so wirklich viel zu tun ist. Ich werde mal bei anderen reinschauen, ob die auch an der Stelle hängen geblieben sind, falls sie denn schon so weit sind wie ich. Das ist natürlich jetzt auch noch die Frage. Und ich werde mich mal ein bisschen umhören unter den Leuten, ja, in meinem Steam-Kreis, sage ich mal, die das Spiel auch haben, ob die da noch irgendwo weitergekommen sind. Weil es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn wir jetzt hier erstmal so weit, ja, einen Stopp machen müssten, weil ich unheimlich gerne spiele. Also das Spiel auch unheimlich gerne spiele. Und ich weiß halt ehrlich gesagt einfach nur nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Ich finde keine Nebenquests mehr. Ich schaue gerne auch nochmal mit laufender Kamera sozusagen vorbei, ob ich noch irgendetwas finden kann. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe im Moment nicht so die Hoffnung. Deswegen solltet ihr jetzt erstmal keine Folge mehr hier nach haben. Liegt das daran, dass ich einfach nicht weiß, was ich tun soll, weil ich keine Aufgaben mehr bekomme. Ich finde es auch schade, dass es nicht so offensichtlich ist, muss ich auch dazu sagen. Also es wäre schon ganz gut, wenn man so von einer Aufgabe zur nächsten kommen würde. Das ist ja in den anderen Spielen ist es auch immer sehr gut gelöst, dass man dann von einer zur anderen geführt wird. Das ist immer perfekt. Oder dass ja, man irgendwelche Zeichen hat, Ausrufezeichen oder sowas, die man abarbeiten kann, wie jetzt bei Teso beispielsweise, wenn das offengelegt ist. Sowas finde ich immer sehr, sehr gut, weil dann bleibt man halt eben auch beim Spielen dabei. Ja, wenn man nämlich schon überall gesucht hat und nichts mehr findet, dann weiß man halt nicht mehr, was man tun soll. Ich liebe dieses Spiel, anders kann ich es nicht sagen, aber... Ich weiß halt nicht, was ich gerade noch machen kann. Wenn ihr irgendwas finden solltet, was man noch machen kann, wo ich noch hingehen soll, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten werden wir hier eine kleine Pause machen und warten, bis der neue Content, ich glaube, es war im Januar oder Anfang nächsten Jahres, meine ich, hatten sie reingeschrieben, bis dann der neue Content da ist. Und dann wird es auf jeden Fall auch wieder weitere Folgen geben. So oder so, wir werden es erfahren, ob in 2 Tagen die nächste Folge online sein wird oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!